Die Fronten zwischen den protestierenden Medizinern und der bolivianischen Regierung sind verhärtet. Am Mittwoch kam es bei Demonstrationen in Santa Cruz und La Paz zu Zusammenstößen mit der Polizei. Ärzte, Medizinstudenten und anderes Fachpersonal befanden sich da inmitten eines bereits mehr als einen Monat andauernden Streiks, der die örtlichen Krankenhäuser so gut wie lahmlegt, mit Ausnahme der Notaufnahmen. In Santa Cruz feuerten die Einsatzkräfte Tränengas auf Demonstranten, die ihrerseits Straßen blockierten und Steine warfen. In La Paz, dem Sitz der Regierung, versammelten sich Protestierende vor dem Gesundheitsministerium. Hintergrund ist die Kritik von Medizinern an einem neuen Gesetz, das höhere Strafen für Ärzte vorsieht, die Patienten körperliche Schäden zufügen. Das solle zurückgenommen werden, fordern sie. Die Neuregelungen sehen unter anderem Gefängnisstrafen zwischen 5 und 9 Jahren vor oder die Beschlagnahmung von Besitz. Gespräche mit der Regierung von Präsident Evo Morales verliefen bisher ergebnislos. Morales sieht sich auch in anderen Bereichen mit massivem Widerstand konfrontiert. Laut der bolivianischen Verfassung kann der Präsident des Landes lediglich 2 Amtszeiten in Folge absolvieren. Eine umstrittene Gerichtsentscheidung aus der jüngsten Zeit erlaubt es Morales allerdings, 2019 für eine 4. Amtszeit anzutreten.